Hallo, hier ist euer Sebastian Power Sieger. Für die, die mich schon kennen und die meine Daten etwas länger kennen, für die ist dieses Video. Ich kläre ja über universelle Kommunikation auf, Vorfahren-Ahnen-Kommunikation, habe viel Videomaterial veröffentlicht, Dokumentationen, wo sich zum Beispiel Lebewesen gezeigt haben, die mal als Menschen gelebt haben. Zum Beispiel viele Videos, wo sich solche Lebewesen gezeigt haben, um ihre lebenden Familienmitglieder zu erreichen. Und wo diese Lebewesen ihre lebenden Familienmitglieder eingeladen haben, sich an mich zu wenden, da sie ja mit mir kommunizieren können, manchmal aber nicht direkt mit ihren lebenden Angehörigen. Und in diesem Videomaterial haben viele dieser Lebewesen auch ihre lebenden Familienmitglieder eingeladen, sich an mich zu wenden, um nach Bonn zu kommen, wo mich diese Lebewesen, die körperlos sind und mal als Menschen gelebt haben, also gebeten hatten, ihren lebenden Familienmitgliedern etwas zu helfen, das Kommunikationssystem zu verstehen und dann vor Ort etwas zu helfen, wenn die Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben und zu den Familien gehören, versuchen, mit den lebenden Menschen zu kommunizieren. Nun ist es so, dass leider die Familien, sprich die lebenden Menschen, die Angebote, die ich gemacht habe, nicht angenommen haben. Im Großen und Ganzen nicht. Es gab einen Einzelfall, wo eine Frau nach Bonn gekommen ist, die mit jemandem kommunizieren wollte, der mal als Mensch gelebt hat und seinen menschlichen Körper verloren hatte. Das hat auch funktioniert. Sie kann heute mit ihm kommunizieren, mit dem Lebewesen, mit dem sie kommunizieren wollte. Was mich betrifft, muss ich sagen, dass, weil so wenig Menschen die Option genutzt haben, stelle ich sozusagen komplett ein, weiter mich aufzureiben, so ein Videomaterial mit anderen Individuen zu erstellen, die ihre lebenden Familienmitglieder erreichen möchten. Da eindeutig klar ist, dass zu wenig lebende Menschen diese gebotenen Chancen dann auch ergreifen und tatsächlich vor Ort sind, sprich einen Termin vereinbaren, um vor Ort zu sein und dann mit ihren Vorfahren und Ahnen zu kommunizieren. Weil das der Fall ist, weil Menschen das Angebot nicht annehmen, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, werde ich logischerweise auch einstellen, massig Videos mit Lebewesen zu produzieren, die mal als Menschen gelebt haben und gern ihre lebenden Familienmitglieder erreichen möchten. Da die Durchschnittsquote so beschissen ist, und was ich damit meine, ist, die Durchschnittsquote so beschissen ist, dass lebende Familien dann auch kommen, um mit ihren Vorfahren an zu kommunizieren. Sondern der Normalfall ist, die lebenden Menschen reagieren nicht, sie kommen nicht nach Bonn zu einem entsprechenden Termin und lassen ihre Vorfahren an und Angehörigen, Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, ihren menschlichen Körper verloren haben, somit liegen, so dass die nicht in die Situation kommen, mit den lebenden Menschen kommunizieren zu können. Weil das so ist und es viel Zeit, Energie und Kraft kostet, auch mich mit Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, so ein Videomaterial zu erstellen, muss ich ehrlich sagen, das ist mir viel zu viel Zeit, Kraft und Energie, wenn die Menschen offensichtlich die gemachten Angebote nicht nutzen. Und somit ist das so, dass ich diese Art von Videoproduktion mit Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, einstellen werde, sondern Menschen, die wirklich mit ihren Vorfahren und Ahnen kommunizieren möchten, können mich kontaktieren und mich fragen. Sie können mich kontaktieren per E-Mail oder mich auf meinem Mobiltelefon anrufen. Das sind die Optionen primär. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Website crembassy.de hinterlegt. Also Menschen, die ihre Vorfahren erreichen möchten, können mich anschreiben per E-Mail, mir die Details mitteilen, wen sie gerne sprechen möchten, wie der zum Beispiel hieß als Mensch und so weiter und so fort. Und dann kann ich mit anderen Geistern versuchen herauszufinden, ob die den finden können und ob der mit den lebenden Menschen kommunizieren möchte. Und wenn ja, dann kann ich dann helfen und zwar bei direkten Treffen hier in Bonn von Angesicht zu Angesicht. Auf dem Weg ewig weiter Videomaterial zu produzieren mit Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, ihre Familien einladen zu kommen und die kommen dann nicht und sowohl die Geister werden liegen gelassen von den lebenden Menschen, das bringt nichts. Das bringt für mich gar nichts.
Das ist nervlich ätzend, das ist für mich viel Lebenszeit und kommt so nicht in Zukunft in Frage für mich, um das mal ganz einfach zu machen. Zusätzlich ist es so, dass ich vor langer Zeit schon immer deutlich gemacht hatte, dass wenn ich besser über universelle Kommunikation aufklären sollte, wenn ihr Zuschauer das wirklich wollte, dann bräuchte ich Unterstützung. Ich bräuchte Finanzmittel, besseres Equipment und solche Dinge. Auch da habe ich keine Unterstützung bekommen. Keine ausreichende. Der nächste Punkt war, weil ich nun mal nicht so gerne Videos mache, ich filme nicht so gerne solche Dinge, hatte ich nach einem Team gesucht. Sprich, andere Menschen, die sich von sich aus entscheiden, dass sie hier vor Ort mit mir zusammen und mit Geistern dann zusammen solche Dokumentationsvideos aufzeichnen. Aber auch solche Teammitglieder habe ich nicht gefunden. Und zwar gar nicht, denn ich habe kein Team hier in Bonn, keine anderen lebenden Menschen, die mit mir im Team zusammenarbeiten, tatsächlich von Angesicht zu Angesicht mit mir Dinge planen, mit den Geistern und mit mir zusammen Dinge planen und diese dann umsetzen. Der Wille von vielen Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, ist da. Meine Unterstützungsbereitschaft habe ich jahrelang kommuniziert. Andere lebende Menschen haben es nicht angenommen. Das stelle ich fest. Und weil das somit wohl nicht gewollt ist, werde ich das einstellen. Wenn Menschen jetzt dieses Video sehen und von meinen Daten nichts wussten und sagen, Moment, der kann mit Vorfahren Ahnen sprechen, ich will auch mit meinen Vorfahren Ahnen sprechen, kann doch gar nicht sein, dass er dazu eingeladen hatte, wenn er es kann und da kommt keiner. Doch genau das ist passiert. Und viel zu drüber philosophieren bringt jetzt auch nichts, sondern man kann mich kontaktieren, wenn man probieren möchte, die eigenen Vorfahren und Ahnen zu erreichen. Und dann kann ich versuchen, mit Lebewesen zu kommunizieren, die mal als Menschen gelebt haben. Und die können losfliegen und versuchen, die Vorfahren Ahnen, die entsprechenden Individuen ausfindig zu machen. Und dann kann man gucken, ob eine Kommunikation sozusagen entstehen kann oder nicht. Das ist die Möglichkeit, die ich Menschen noch anbieten kann. Da bin ich hilfsbereit. Wer das nicht möchte, dem kann ich da nicht helfen. Und das war's. Aber tatsächlich, falls ihr meine Daten nicht kanntet, das genau ist passiert. Und ziemlich traurig. Aus meiner Sicht. Und aus der Sicht von vielen Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben und ihre lebenden Familienmitglieder sprechen wollten und dann liegen gelassen worden sind. Da gehe ich auch mal von aus. Das nächste ist, ich hatte immer, wenn Familien informiert wurden, dass ich Kontakt zu ihren Angehörigen habe, die mal als Menschen gelebt haben, aber ihren menschlichen Körper verloren haben, hatte ich immer spezifiziert, wie die dann doch bitte reagieren könnten, wenn es sie interessiert. Würde ich zum Beispiel Fragen für die bessere Identifikation des Individuums schicken, weil es ja nicht immer so einfach ist, sie haben ja keinen Körper und so. Neben vor Ort kommen und selber die Kommunikation erlernen, um selber zu überprüfen. Das alles haben diese angeschriebenen Familien nicht gemacht. Und damit betrachte ich das komplett als verschwendete Lebenszeit, was ich da versucht habe, um anderen zu helfen, sowohl Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, aber auch lebende Menschen. Und somit werde ich diese Art von Videodokumentation nicht mehr also werde ich nicht mehr produzieren. Das andere, was es vielleicht noch geben wird, ist Videos, wo ich mit Lebewesen kommuniziere, die ich gut kenne, aus meiner eigenen Familie, wie zum Beispiel meiner Mutter. Sprich auch Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, wo ich dann mit ihr Videomaterial erstellen werde und wo bestimmte Fragen aus ihrem Blickwinkel heute beantwortet werden können. Solche Dinge. Solche Videos wird es noch geben, die anderen nicht mehr, da ich zu dem Schluss gekommen bin und zu dem Schluss kommen muss, dass lebende Menschen einfach nicht reagiert haben, wie es angefragt war, sowohl von mir, damit ich ihnen dann helfen könnte, aber auch von ihren eigenen Vorfahren und Ahnen, die sich in dem Dokumentationsvideomaterial gezeigt hatten, die ihre lebenden Familienmitglieder angesprochen hatten, die sie gebeten hatten, sich bei mir zu melden, weil ich halt mit denen kommunizieren kann. Da haben die lebenden Familienmitglieder nicht sich entsprechend wie angefragt gemeldet und somit ist das für mich erledigt. Die Lebenserfahrung, das zu versucht zu haben, ist für mich unverständlich und total negativ. Ich verstehe nicht, das will ich ganz offen sagen, ich verstehe nicht, wie so viele Menschen auf dem Planeten Erde
immer kommunizieren, dass sie irgendjemanden verloren haben, vermissen, dass sie nicht mit dem kommunizieren können, all das. Und dann renne ich jahrelang rum als jemand, der mit Vorfahren Ahnen kommunizieren kann, mache Angebote da zu helfen, lade ein, dass Menschen kommen und das dann auch überprüfen. Und sie tun es nicht. Das ist für mich unverständlich, das ist Idiotie, die ich nicht mehr begreifen möchte. Und sehr traurig auch aus meinem Blickwinkel, weil ich da halt viel Zeit, Kraft und Energie reingesteckt hatte. Nochmal für Menschen, die wirklich meinen, sie möchten mit ihren Vorfahren und Ahnen kommunizieren. Es gibt Wege, wie ihr Kommunikationswege erlernen könntet, die sie dann nutzen können, um mit euch zu kommunizieren. Erlernt ihr die nicht, könnt ihr deren Kommunikationsversuche unter Umständen nicht sehen und nicht verstehen. Das ist ein Defizit, weil ihr da euch nicht drauf eingelassen habt im Zweifel. Ihr, die Menschen, die nicht mit ihren Vorfahren Ahnen kommunizieren können. Da muss man sich selber helfen und die Angebote annehmen, wenn man es nicht kann, die einem gemacht werden. Mein Eindruck ist, die Masse der lebenden Menschen macht das nicht. Und dann verstehe ich nicht die Trauer. Denn entweder nutzt man die Chancen, die man hat, und hätte einen Grund, traurig zu sein, wenn man keine hätte. Das andere ist was, wo ich sagen muss, da kann ich nur noch den Kopf schütteln. Dann komme ich auf meinem Level tatsächlich nicht mehr mit als jemand, der ja mit Vorfahren Ahnen kommunizieren kann. Tatsächlich nicht. Auch wenn es für Menschen, die nicht mit Vorfahren Ahnen kommunizieren können, sich bitter anhört und erstmal unverständlich ist, ich verstehe es nicht. Es gibt Menschen, die mit Geistern kommunizieren können. Es gibt Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben. Geister, die können rumfliegen, andere Geister finden, ausfindig machen, zu Terminen organisieren. All das geht. Wenn Menschen sowas hören, meinen sie vermissen eigene Vorfahren und Ahnen und dann nicht mal das versuchen, diese Wege zu gehen. Das kann ich nicht verstehen, nicht nachvollziehen. Wenn diese Menschen dann gleichzeitig noch kommunizieren, sie wären ach so traurig, weil sie nicht mit ihren Vorfahren und Ahnen kommunizieren können, obwohl sie es können. Das ist eine Idiotie, da komme ich nicht mehr mit als jemand, der mit Vorfahren an kommunizieren kann. Mein Eindruck ist, die Menschen geben sich da vielleicht nicht genug Mühe, um das mal auf den Punkt zu bringen. So, ich bin als jemand, der Daten produziert hat, die universelle Kommunikation aufzeigen, was sehr, sehr anstrengend ist, bin ich nicht weiter bereit, so viel von meiner Mühe für andere zu investieren, wenn die die Angebote dann nicht mal annehmen. Und es macht auch viel Mühe, mit Lebewesen, die körperlos sind, zu kommunizieren, wenn man das gleichzeitig noch dokumentiert und, und. Wenn man dann noch, sage ich mal, nicht so viel finanzielle Möglichkeiten hat, wie das bei mir der Fall ist, dann noch dauernd Equipment selber kaufen muss, dauernd den Leuten hinterherrennen soll, das funktioniert so nicht. Auch hatte ich mal vor einiger Zeit veröffentlicht, dass ich dringend Menschen gesucht habe, die bereit wären, im Team mit mir hier vor Ort in Bonn diese Dokumentationen aufzunehmen. Auch da habe ich leider niemanden finden können. Und somit blicke ich auf den Versuch zu verbinden zwischen Vorfahren und Ahnen, die gerne mit lebenden Menschen sprechen möchten in der Masse. Und der ist gescheitert, weil die lebenden Menschen ihre Option nicht wahrgenommen haben. So einfach sehe ich das erstmal. Und muss aber auch noch gleich sagen dazu, denn das ist auch wahr, auch Lebewesen, die körperlos sind, sind alles Individuen. Und es ist tatsächlich so, dass es auch sehr, sehr unschöne Zwischenfälle in der Vergangenheit stattgefunden haben, weil Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, zum Beispiel in meinem Umfeld Menschen angegriffen haben, gequält haben, missbraucht haben, und immer so weiter. Das ist leider passiert. Das bedeutet, dass ein Sicherheitsrisiko tatsächlich besteht, wenn man hier vor Ort versuchen möchte, mit seinen eigenen Vorfahren und Ahnen zu kommunizieren. Ja? Und das Sicherheitsrisiko ist halt, dass Lebewesen, die vielleicht nicht zur eigenen Familie gehören, einen angreifen. Das ist ein Sicherheitsrisiko, da kann ich nichts gegen machen. Es ist aber tatsächlich viel gefährlicher, als ich vorher gelebt habe, bevor ich mit Vorfahren Ahnen kommunizieren konnte, dass zu häufig oder häufig zu Übergriffen gekommen ist auf lebende Menschen durch Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben. Hier im Umfeld. Nun ist es so,
Auf Distanz kann ich und möchte ich Menschen nicht mehr helfen, sondern entweder die Menschen möchten wirklich ihre Vorfahren an sprechen und es ist ihnen wirklich wichtig. Und wirklich wichtig bedeutet, sie sind auch bereit, Risiken einzugehen. Oder es ist ihnen nicht wichtig genug und dann denke ich, dann sollte es mir auch nicht wichtig genug sein, dafür so viel Energie aufzubringen die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr habt vollstes Verständnis dafür. Das Maximale, was ich helfen kann, ist das tatsächlich. Denn das andere hat nicht funktioniert. Am Ende des Tages haben viele Lebewesen, die mal als Menschen gelebt haben, versucht, ihre Familien zu informieren, dass die nach Bonn kommen sollen, damit sie hier mit denen kommunizieren können und sind liegen gelassen worden von den lebenden Menschen. Das ist ineffizient, hat nicht funktioniert, ist gescheitert. Das sehe ich so, das sehen auch Lebewesen so, die mal als Menschen gelebt haben und das versucht hatten. Und darum muss ich da einen Cut machen, bevor ich weitere Lebenszeit damit verschwende. Denn nur so blicke ich drauf. Ich blicke auf die Situation, in der ich lebe, als einen idiotischen Zustand. Verstehe aber auch immer weniger die Menschen, die es so gibt in den Gesellschaften, die kommunizieren, sie vermissen den und jenen und versuchen dann nicht die Wege zu gehen und die Hilfsangebote anzunehmen, die sie bekommen. Ich hatte die Hilfe immer kostenlos angeboten damals. Das heißt, die Leute hätte es kein Geld gekostet, das sie mir hätten zwangsläufig geben müssen für so einen Termin. Trotzdem kam nicht genug, als dass man da sagen würde, das würde so funktionieren. Es ist also mangels positiver Annahme meiner Angebote stelle ich ein, solche Dokumentationsvideos mit Geistern zu machen. Zum einen. Und zum anderen hätte ich auch gern, wenn sich das gut entwickelt hätte, besseres Equipment gehabt, um es noch besser dokumentieren zu können. Da muss ich auch sagen, mangels Unterstützung von anderen lebenden Menschen stelle ich das ein, was ich hier versucht habe. Und ich meine direkte Unterstützung. Um das ganz deutlich zu sagen, wenn man nicht direkt mit mir kommuniziert, nicht mit mir spricht, hat man mich nicht unterstützt. So sehe ich das, denn nur so kann man ja im Team zusammenarbeiten direkt und nicht anders. Es gibt auch ein paar andere Dinge aus der Vergangenheit im Zusammenhang mit diesen Themen, wo ich in einem anderen Video noch was zu sagen werde. Und ansonsten verabschiede ich mich erstmal mit diesem Video jetzt für heute und blicke traurig auf die letzten Jahre zurück und die Tatsache, dass ich so viel Mühe reingesteckt habe, Menschen Angebote zu machen. Andere Lebewesen in der Masse probiert haben, ihre Familien zu informieren, dass sie eine Chance hätten, mit denen zu kommunizieren hier in Bonn. Und dass ich feststellen musste und Zeuge dessen werden mussten, dass eine Masse an lebenden Familien ihre Vorfahren und Ahnen einfach liegen gelassen haben. Das ist der Fall, denn es kam nicht zu diesen angesprochenen Treffen hier in Bonn in der Masse. Jedenfalls nicht in so einer Masse, wie Familien eingeladen waren, ihre Chance zu nutzen, mit ihren Vorfahren und Ahnen kommunizieren zu können. Unverständlich für mich, höchst traurig. So blicke ich auf die letzten Jahre und verabschiede mich für heute Abend, euer Neil Sebastian Pausiger.